Wenn wir Jäger von Waffen sprechen, meinen wir zum einen kalte Waffen, zum anderen Feuerwaffen. Zunächst zu den kalten Waffen. Bei den kalten Waffen kennen wir das Jagdmesser. Das Jagdmesser hat eine feststellbare Klinge und dient, ebenfalls wie der Jagdnicker, zum Aufbrechen des Wildes und zum Zerwirken des Wildes. Weitere kalte Waffen sind das Weidblatt, der Hirschfänger und die Saufeder. Die letzten drei genannten Waffen, kalten Waffen, dienen zum Abfangen des Wildes. Abfangen des Wildes ist dann notwendig, wenn wir das Wild nicht durch einen Fangschuss töten können, sondern wenn wir es mit diesen Waffen töten müssen. Dieses Abfangen geschieht dadurch, dass wir mit dieser kalten Waffe das Herz des Wildes, des Schalenwildes, zum Beispiel des Rotwildes, des Schwarzwildes, zerstören. Feuerwaffen. Hier unterscheiden wir Jäger zwischen den Gewehren, den sogenannten Langwaffen, und den Kurzwaffen. Kurzwaffen wäre die Pistole und der Revolver. Langwaffen oder Gewehre, das sind diese Dinge, die Sie hier sehen. Waffenrechtlich unterscheiden wir in Handfeuerwaffen über 60 cm, Gesamtlänge, nicht etwa Lauflänge, und in Handfeuerwaffen unter 60 cm Gesamtlänge. Die Langwaffen, also die Gewehre, werden unterteilt in Waffen für den Büchsenschuss, Büchsen, in Waffen für den Schrotschuss, Flinten, und in Waffen für den Schrot- und Büchsenschuss, sogenannte kombinierte Waffen. Büchsen haben einen gezogenen Lauf, das heißt, es befinden sich im Lauf Züge und Felder, die sind schraubenförmig angeordnet. Züge und Felder, das sind Vertiefungen und Erhebungen. Das Geschoss oder das Projektil, das durch diesen gezogenen Lauf getrieben wird, erhält somit eine Umdrehung um die Längsachse, und diese Umdrehung um die Längsachse, wir sprechen von Drall, dieser Drall soll die Flugbahn des Geschosses stabilisieren. Dadurch erhalten wir beim Büchsenschuss eine hervorragende Präzision. Flinten sind Gewehre für den Schrotschuss. Flinten haben einen glatten Lauf. Beim Schrotschuss werden viele kleine Kugeln, die sogenannten Schrote, die in der Schrotpatrone nebeneinander und hintereinander gelagert sind, durch den Lauf getrieben. Wir haben also bereits aufgrund der Ladung eine Breitenstreuung und eine Längenstreuung. Diese Breiten- und Längenstreuung nimmt mit zunehmender Schussentfernung zu. Somit sieht die Schrotgarbe bei 5 Metern ungefähr aus wie ein Tennisball, bei 10 bis 12 Metern wie ein Fußball, und bei 35 Metern haben wir eine Längenstreuung von etwa 3,50 Meter und eine Breitenstreuung von etwa 1 Meter. Diese Schrote prallen nun auf unser Ziel, zum Beispiel einen Hasen, in zeitlich versetzter Reihenfolge auf. Jedes Mal wird ein Reflex im Hasen hervorgerufen und dies führt schließlich zum Schocktod. Das Besondere beim Schrotschuss ist also, dass der Tod durch den Schock hervorgerufen wird. Im Gegensatz bei der Büchse, dort haben wir nur ein Projektil und sind daher gezwungen, mit diesem Projektil, unserem Geschoss, lebenswichtige Organe im Wildkörper zu zerstören. Dies wären das Herz oder aber der Schuss in die Kammer, Zerstörung des kleinen Blutkreislaufes. Wenn wir vom Einsatzgebiet her die Waffen betrachten, dann kennen wir eben die Büchsen zum Schuss auf unser Schalenwild.
Wir kennen die Flinten zum Schuss überwiegend auf unser Niederwild, vor allem dies Niederwild, was im Flug oder in der Bewegung erlegt wird. Dies wären der Hase, Fasan, Kaninchen, Rebhuhn, Ente. Kurzwaffen verwenden wir Jäger zum einen bei der Jagdausübung sowie zum Jagdschutz. Bei der Jagdausübung verwenden wir Pistole und Revolver für den Fangschuss, ferner bei der Baujagd und auch bei der Fallenjagd. Im Rahmen des Jagdschutzes ist wohl jeder Jäger froh, wenn er seine Waffe nie einsetzen muss. Sie sehen hier Gewehre mit starrem Lauf und hier Kipplaufwaffen. Bei den Gewehren mit starrem Lauf ist der Lauf und der Verschluss starr, das heißt fest miteinander verbunden. Bei den Kipplaufwaffen, hier ist Lauf und Verschluss nicht starr miteinander verbunden. Lauf und Verschluss sind beweglich. Diese Waffen werden zum Laden abgekippt.